Heute zeige ich dir mein neues Tuch, Herbstliebe, und wie es gemacht wird. Also die wichtigsten Dinge. Ich habe eigenes gefärbtes Sockengarn genommen. Und wenn du die gleiche Stärke nimmst, übriges Sockengarn oder gekauftes, was du möchtest, dann solltest du alle meine Angaben übernehmen können. Dieses Muster wird auch Moss Stitch genannt oder Webmuster. Und das ist die Grundfarbe, so ein schönes Grau. Und dann habe ich Farbstreifen reingemacht, auch selber gefärbtes Garn. Hier in so einem Grünton, hier in so einem herbstlichen Rotton und immer wieder abwechselnd. Und wie das geht, die einzelnen Maschen und wie auch die Farbstreifen verteilt wird, das zeige ich in diesem kurzen Video. Du kannst das Tuch so umhängen, wie ich es gehabt habe. Aber es geht auch andersrum, das zeige ich mal hier. Manchmal ist es erforderlich, dass der Rücken wärmer gehalten wird. Dann kannst du es dir über den Rücken legen, vorne zusammenfalten, Mantel drüber. Oder wenn gerade keiner da ist oder du brauchst keinen Mantel, dann kannst du auch ein Kreuz machen. Es gibt auch sehr schöne Schließen, so altmodische Verschlusslösungen aus Holz. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, und wie das alles geht, zeige ich in meinem Video. Nicht alles, nicht von vorne bis hinten, sondern nur die wichtigsten Maschen. Und wenn dir das gefällt und du möchtest weitere Anleitungen von mir sehen, abonniere doch einfach meinen Kanal. Oder wenn du was gelernt hast dadurch, dann gib mir einen Daumen hoch oder schreib einen Kommentar, falls du noch irgendwelche anderen Anleitungen von mir sehen möchtest. Dankeschön. So, herzlich willkommen zur Anleitung. Als erstes muss ich mal über das Material sprechen. Wie ich in der Einleitung schon sagte, habe ich selbst gefärbtes Garn verwendet. Das habe ich natürlich nicht mehr. Und das hatte solche verschiedenen Farben in Grau und in Grün und in Rot. Das habe ich hier. Ich habe noch einen Stash gefunden, was in etwa die gleichen Eigenschaften hat. Das ist von Relana Garne, heißt Organic Merino Cotton. Das ist eine Mischung aus Schurwolle und Baumwolle. Also ein ganz tolles Material für alle Fälle, für ein warmes Tuch, für ein kühles Tuch, für das auch nicht kratzt und sehr schön weich ist. Und das nehme ich mal als Alternative. Und dazu ist die Häkelnadel 3 bis 4 oder Stricknadel 3 bis 4 empfohlen. Und wenn ich jetzt die Nadel 4 nehme und mache dann das Moss-Stitch-Muster oder Webmuster, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, das wird zu fest. Obwohl das Muster in sich dehnbar ist, wird es zu fest. Du kannst es gerne für dich selber ausprobieren. Ich tue das aber hier nicht, sondern ich nehme die Nadel 5,5. Mit dieser Nadelstärke habe ich auch mein Tuch, Moment, vielleicht kann ich das noch zeigen, habe ich auch das gearbeitet. Hier ist noch der Zipfel zu sehen. Wie gesagt, es ist dehnbar. Und ich habe das bewusst mit einer größeren Nadel gemacht, damit das eine weiche Stoffstruktur bekommt und nicht so fest ist. Also, und deswegen werde ich hier, um das zu zeigen, ebenfalls die Nadel 5,5 verwenden und werde dieses Grau als Grundfarbe nehmen und dann mit dieser und auch mit dieser Farbe die Streifen zeigen. Alles natürlich ein bisschen kleiner. Bei meinem Tuch habe ich, glaube ich, 20 Reihen nur mit dieser Farbe gemacht, bis ich dann zum Farbwechsel gekommen bin. Aber es soll ja eine Kurzform der Anleitung sein. So, ich fange mal an. Du brauchst natürlich noch eine Schere. Und später noch eine Wollnadel zum Vernähen des Garns. So, Stash heißt bei mir oftmals Garnkuddelmuddel, was ich gar nicht schön finde und schon gar nicht gerne vor der Kamera zeige. Ich schiebe mal die Farben ein bisschen weg. Und dann ist der Anfang ganz einfach. Also, ich beginne mit einem doppelten Fadenring.
Den wickel ich immer so herum, wahrscheinlich um den falschen Finger, deswegen muss ich es immer wenden. Gehe in diesen Ring hinein und arbeite zwei, nein, eine Luftmasche. Also, eine Luftmasche. Zwei feste Maschen. Dann zwei Luftmaschen, das ist die Mitte. Und noch einmal zwei feste Maschen. Das ist sozusagen das ganze Hexenwerk. Ich ziehe den jetzt etwas zusammen, später ziehe ich ihn ganz fest zusammen, aber am Anfang brauche ich das nicht. Diese zwei Luftmaschen, das sind die Mitte. Und damit das auch übersichtlich bleibt oder auch für dich gerade am Anfang, werde ich da in diesen zwei Luftmaschenbogen einen Maschenmarkierer hineinhängen. Also es wird in Reihen gehäkelt. Also, das war die Reihe 1. Jetzt wende ich und zwar mit einer Luftmasche. Hier habe ich die zwei festen Maschen. In die erste feste Masche kommen wieder zwei feste Maschen. Das sind die Zunahmeecken an den Seiten. Zwei in eine Masche. Die nächste Masche überspringe ich, dafür häkle ich eine Luftmasche und gehe jetzt in diesen zwei Luftmaschenbogen hinein mit einer festen Masche, zwei Luftmaschen und nochmal einer festen Masche. Das ist die mittlere Zunahme. Dann kommen wieder zwei feste Maschen, wovon ich eine überspringe mit einer Luftmasche. Und in die letzte feste Masche zwei feste Maschen arbeite. Jetzt nehme ich den Maschenmarkierer wieder raus und ich ziehe diesen Anfangsring noch mehr zusammen. So, und daran ist erkennbar, wie sich das Dreieck jetzt ergibt. Alles andere geht immer gleich weiter. Zum Wenden eine einzige Luftmasche in die erste feste Masche. Zwei feste Maschen. Danach eine Luftmasche. Die nächste überspringen. Hier ist eine Lücke. Dort hinein eine feste Masche. Und wieder eine Luftmasche. Und dann in die mittlere Lücke eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche. So, wieder eine Luftmasche. Diese Masche wird übersprungen in die nächste Lücke, eine feste Masche, eine Luftmasche. Und dann sind hier noch zwei feste Maschen, wobei die erste übersprungen wird. Und in die letzte feste Masche zwei feste Maschen kommen. So, und das ist sehr schön zu sehen. Wenn das jetzt für dich zu locker erscheint, dann nimm eine andere Häkelnadel. Geh runter auf die Nummer 5 oder auf die 4,5. Und beurteile, wie die Struktur des Gehäkelten für dich am besten ist. So sieht es fast aus wie ein Lace-Muster, was in diesem Fall gar nicht schlimm ist. Für mich jetzt. Und es ist auch schöner, das zu zeigen. Also noch einmal. Eine Luftmasche zum Wenden. In die erste feste Masche zwei feste Maschen. Eine Luftmasche. Hier ist die erste Lücke, in die ich einstechen kann. Abgesehen vom Rand werden feste Maschen immer nur in die Lücken eingestochen. Eine Luftmasche. Hier haben sich jetzt auf der Seite schon zwei Lücken ergeben, wo die festen Maschen hineinkommen. Eine Luftmasche. Dann in den mittleren zwei Luftmaschenbogen. Eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche.
So, in dieser Entfernung geht es leichter zum Zeigen und es rutscht mir auch nicht so aus dem Bild. Eine Luftmasche, einstechen in die nächste Lücke. Eine Luftmasche, einstechen in die nächste Lücke. Und eine Luftmasche. Und in die letzte, das sind zwei feste Maschen, in die letzte feste Masche. Zwei feste Maschen. Ich mache jetzt hier einen ersten Farbwechsel, deswegen häkle ich die allerletzte Masche nicht ganz fertig. Und nehme die neue Farbe und häkle damit diese feste Masche fertig und ziehe den grauen Faden ein bisschen an, dass alles stabil ist. Und dann geht es im Prinzip genauso weiter. Eine Luftmasche zum Wenden, in die erste Masche zwei feste Maschen. Eine Luftmasche. In die erste Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche. In die zweite Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche. Und in die dritte Lücke. Also pro Reihe wird immer eine Lücke, entsteht eine Lücke mehr und da auch eine feste Masche mehr. Eine Luftmasche, jetzt ist sie mal hier in der Mitte. Da immer darauf achten, wirklich die Lücke zu erreichen und nicht versehentlich in eine dieser Maschen einzustechen. Also eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche, eine Luftmasche, feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche, feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche, feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und zwei feste Maschen in die letzte Masche. Wenn du diese letzte feste Masche nicht so gut erkennst und immer rätseln musst, wo du einstechen musst, hilft es da auch Maschenmarkierer reinzutun. Das kannst du am Anfang, wo du meinst, wo es wichtig ist, kannst du Maschenmarkierer einfügen. So, diese Musterreihe, diese Farbstreifen. Hol mal mein Tuch hervor. Ich habe das nämlich noch umhängen. Diese Farbstreifen sind so, dass sie dem Muster folgen, dass sie dann Löcher bilden und dann wieder diesem Mostich-Muster folgen. Also, das Mostich mit festen Maschen haben wir gemacht. Jetzt kommt die nächste Reihe. Da ist es im Prinzip ist es genau gleich. Sogar der Reihenwechsel mit einer Luftmasche ist genauso. Und jetzt kommt in diese erste feste Masche statt einer festen Masche kommen hier hinein zwei halbe Stäbchen. Halbe Stäbchen, ein Umschlag, einstechen, den Faden holen und den Faden durch drei Maschen ziehen. Eine Luftmasche in die nächste Lücke, ein halbes Stäbchen. Eine Luftmasche in die nächste Lücke, ein halbes Stäbchen. Eine Luftmasche in die nächste Lücke, ein halbes Stäbchen. So, vor der Kamera wollen die Fäden immer nicht so wie ich. Also, es geht weiter auf der ersten Seite, eine Luftmasche. Hier noch einmal, bitte dran denken, in dieser Reihe halbe Stäbchen häkeln. Das habe ich teilweise, wo das Tuch sehr lang wurde, auch mal nicht gemacht und habe dann wieder ganze halbe Seiten wieder auftrennen müssen. Eine Luftmasche. So, hier in diesen zwei Luftmaschenbogen ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein halbes Stäbchen. Eine Luftmasche. Ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen. Eine
Luftmasche und ein halbes Stäbchen. So. So, hier am Ende die letzte feste Masche überspringen, in die letzte feste Masche zwei halbe Stäbchen arbeiten. Also das ist immer gleich, Anfang und Ende und auch die Mitte. Und dabei ist es völlig egal, ob es feste Maschen sind, die in die Lücken gehäkelt werden oder halbe Stäbchen. Ich habe auch schon mal ein anderes Tuch gehäkelt, da waren ganze Stäbchen. Da wurde das Muster noch löcheriger. So, das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist die Reihe mit den festen Maschen. Dann ist das die Reihe mit den halben Stäbchen. Jetzt kommt noch eine Reihe halbe Stäbchen, wobei die immer in die Lücke kommen. Und dann noch eine Reihe mit festen Maschen. Also ich zeige mal hier nur den Anfang. Zum Wenden eine Luftmasche, in das erste halbe Stäbchen zwei halbe Stäbchen, eine Luftmasche und dann in diese Lücke ein halbes Stäbchen. So, das mache ich jetzt bis zum Ende. So, das sind die zwei Reihen mit den halben Stäbchen. Die geben diesem Tuch Leichtigkeit durch das Lochmuster. Und jetzt kommt die vierte Reihe von diesem farbigen Garn. Ich wende mit einer Luftmasche und dann kommen wieder in die Maschen feste Maschen statt halbe Stäbchen. Also in das erste halbe Stäbchen zwei feste Maschen, eine Luftmasche, in diese Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche, nächste Lücke eine feste Masche und so weiter, bis ich wieder dort bin. Am Ende dieser Reihe, dieses Musterparts, zeige ich noch einmal, wie der Farbwechsel geht. Und wie du den Faden, den abgeschnittenen grünen Faden mit einhäkeln kannst. Also ich mache jetzt einmal diese Reihe fertig. Dabei ist nämlich auch der Mustersatz fertig. Mostitch mit festen Maschen, Mostitch mit halben Stäbchen, nochmal mit halben Stäbchen und die letzte Reihe dann wieder mit festen Maschen. Die letzte Lücke, eine Luftmasche, dann überspringe ich die letzte Masche, die vorletzte und in die letzte häkle ich eine feste Masche und noch einmal eine feste Masche, die ich aber nicht ganz fertig häkle. Dann will ich wieder zum Grau wechseln, ziehe ganz locker den Faden nach oben. Also der darf keine Spannung haben, so eng sein, weil dann knödelt es sich. Der muss hier ganz entspannt an der Häkelseite entlang liegen. Wenn dir das aber zu eine weite Spannung ist, kannst du auch nach jeder Farbe diesen Faden abschneiden. Ich habe zum Schluss das Teil ja umhäkelt und da sind all diese Spannfäden mit eingehäkelt worden. Das war also nicht schlimm. So, den grünen Faden schneide ich jetzt ab. Jetzt wende ich mit einer Luftmasche und nehme aber den abgeschnittenen grünen Faden gleich mit, wenn ich das Häkelstück drehe. Häkle hier meine festen Maschen rein, in die erste Masche zwei feste Maschen. Na, jetzt will das hier nicht. Also den einzuhäkelten Faden immer auf der Rückseite mitführen. Noch eine zweite feste Masche, eine Luftmasche und in die folgende Lücke wieder eine feste Masche. Also das Grundmuster Mostitch geht so weiter.
Dabei häkle ich den grünen Faden. Also ich lege ihn so dahinter, dass er mit überhäkelt wird. So, hier liegt der Faden, den kannst du später abschneiden, kannst ihn auch noch weiter überhäkeln und ihn ein ganz klein bisschen anziehen. So, dann ist es richtig. Man sieht ihn hier noch. Deswegen gehe ich noch eine Reihe weiter. Ich häkle das zu Ende und an der Stelle, wo ich hier wieder ankomme und man den Faden sieht, da zeige ich, wie es hier noch besser zu machen ist, dass man den Faden gar nicht mehr sieht. Also hier ist dieser Faden gut zu sehen, gerade wenn du ihn ein bisschen anziehst. Das ist der Faden, den ich überhäkelt habe. Wenn ich also in diese Lücke gehe, in die folgende, dann versuche ich diesen Faden mit zu erfassen und dann noch einmal mit zu überhäkeln. Und dann ist es gar nicht mehr gut zu erkennen. Nimm dir ruhig die Zeit und mach das hier. Dann ist dieser Faden, der hier raushängt, du siehst, der ist sehr gut fixiert und kann nirgendwo mehr rausrutschen. Also. Weil bei so vielen Farben gibt es sehr, sehr viel zum Vernähen. Und damit du dir das an einigen Stellen etwas einfacher machst, kannst du ihn mit einhäkeln und ihn damit unsichtbar während des Häkelns, im Englischen sagt man as you go, mit einarbeiten. So, jetzt bin ich fast am Ende angekommen, habe immer diesen Faden mit eingewebt sozusagen. Und kann jetzt mit dem Muster und auch mit meiner persönlichen Farbwahl weitermachen. So, den Anfangsfaden habe ich hängen gelassen. Der muss vernäht werden. Auch hier der Anfangsfaden und diesen hier. Habe ich mit eingearbeitet, der muss nur noch abgeschnitten werden. So, und das war's. Die Anfänge zu dem Tuch Herbstliebe sind damit gemacht. Alle Informationen, die du wissen musst, habe ich dir jetzt mitgegeben. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim Nacharbeiten. Und es ist vollkommen egal, wie groß du diese Mustersätze machst. Die einfachen Mustich, die Löcher Mustich, die Farbwahl, das Garn. Pass es einfach an deine Nadel, nutze deinen Stash oder kauf dir ganz speziell besondere Farben für dein besonderes Tuch. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.